Wir hören auf die Schriftlesung aus dem Buch Sprüche, Kapitel 17, ab Vers 27 bis Kapitel 18, Vers 8. Wir hören eine Predigt über die Sicht der Weisheit auf Worte. Das Thema Worte ist das größte, ausführlichste Thema in den Sprüchen. Deshalb ist das jetzt eine Predigt. Man kann darüber viele Predigten halten. Ich habe in unserer Reihe in Hannover über die Sprüche dazu drei Predigten gehalten. Es ist jetzt eine aus dreien, die zweite. Wir hören auf Gottes Wort. Wer seine Worte zügelt, der besitzt Erkenntnis, und wer kühlen Geistes ist, der ist ein weiser Mann. Selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Wer sich absondert, der sucht, was ihn gelüstet, und wehrt sich gegen alles, was heilsam ist. Einem Toren ist es nicht ums Lernen zu tun, sondern darum zu enthüllen, was er weiß. Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, ein sprudelnder Bach, eine Quelle der Weisheit. Es ist nicht gut, wenn man die Person des Gottlosen ansieht, um den Gerechten zu unterdrücken im Gericht. Die Reden des Toren stiften Streit, und er schimpft, bis er Schläge kriegt. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben, und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen, sie dringen in die verborgenen Kammern des Innern ein. Zwei kleine Vorbemerkungen. Ich werde in dieser Predigt viele verschiedene Sprüche zitieren aus diesem sogenannten zweiten Teil der Sprüche, Kapitel 10 bis 31. Ich werde nicht jedes Mal sagen, welche Sprüche das sind, also die Stelle dazu sagen. Wen das interessiert, der kann gern dann im Nachhinein die Predigt auch bekommen. Und eine zweite Vorbemerkung, nämlich für die Kinder. Wenn ihr was malen wollt, was malen, um dann zum Beispiel heute Nachmittag, heute Abend nochmal eure Eltern zu fragen, was das Gemalte mit der Predigt zu tun hat, könnt ihr mal einen Bogen malen. Einen Bogen oder einen Bogenschützen, und der einen Pfeil abschießt, vielleicht sogar einen Brandpfeil. Wir werden dann gleich noch hören, was das mit der Predigt zu tun hat. Sagt nämlich der Autor hier in den Sprüchen, sagt Gottes Wort, dass unsere Zunge, die ist wie so ein Bogen. Und die Worte, die wir abschießen, die sind oft leider wie brennende Pfeile, die verletzen. Und wenn ihr dann fertig seid, damit zu malen, könnt ihr noch was Zweites malen. Ihr könnt mal die Mama oder den Papa in der Küche malen, wie sie kochen, wie sie an einem großen Kochtopf stehen und kochen, und da tun sie viele Dinge reinwerfen. Ja, wenn sie was kochen, da kommt Gemüse rein und Fleisch und alles Mögliche. Und auch das hat was mit der Predigt heute zu tun. So ist es nämlich mit unseren Worten auch, mit unserem Reden. Das ist wie ein Kochvorgang. Und damit gute Worte herauskommen, müssen in diesen Kochtopf verschiedene Dinge hinein. Gottesfurcht, Nächstenliebe, Klugheit, Selbstbeherrschung, Geduld und andere Dinge. Ja, ein Bogen und ein Kochtopf. Ja, wir wollen über diese Verse und über das Thema Worte in den Sprüchen nachdenken unter zwei Punkten. Erstens, seid langsam zum Reden und zum Zorn. Und zweitens, seid schnell zum Hören. Dieser Vers aus dem Jakobusbrief, seid langsam zum Zorn und langsam zum Reden, schnell zum Hören, der ist eine gute Zusammenfassung, könnte man sagen, all dessen, was die Sprüche über Worte sagen. Erstens also, seid langsam zum Reden und zum Zorn. Sprüche 18, Vers 21 heißt es, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Und wer sie, der die Zunge liebt, der wird ihre Frucht essen. Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. In dem Film Gangster Squad, da heißt es, es gibt zwei Sachen, die man nicht zurücknehmen kann. Kugeln, die man abfeuert, und Worte, die man sagt. Ich habe selber keinen Waffenschein, aber ich nehme an, dass eine der ersten Lektionen bei der Ausbildung für einen Waffenschein, etwa für einen Jäger, ist, dass man die Mündung der Waffe niemals unter keinen Umständen auf einen Menschen richtet. Dass man immer davon ausgeht, dass die Waffe geladen ist, außer natürlich ein Polizist oder ein Soldat setzt sie dann bewusst in entsprechenden Situationen ein. Die Bibel sagt, unsere Worte sind wie, oder unsere Zunge ist wie eine Mündung. Und die Worte sind wie die Kugeln, die wir davon abschießen. Oder unsere Zunge ist wie ein Bogen und die Worte sind wie die Pfeile,
die wir damit abschließen, die wir viel zu oft leichtfertig auf andere Menschen richten. Auch wir sind sozusagen alle Zeit bewaffnet. Ein heilloser Mensch strebt nach Unheil und auf seinen Lippen ist's wie brennendes Feuer. Siehe, ein kleines Feuer, sagt Jakobus, und er meint damit die Zunge, welch großen Wald zündet es an. Die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge ist wie eine Waffe, wie eine Mündung, die Mündung einer Waffe. Und Worte, die können nicht nur schmerzen, sondern sie können sich auch ausbreiten wie Feuer. Ja, das haben wir vielleicht noch nie besser verstanden als heute in der Zeit des Internets und sozialer Netzwerke, wo Fake News, wo Stürme der Entrüstung sich ausbreiten können wie ein Flächenbrand in kürzester Zeit. Aber nicht nur im Internet, sondern ich denke auch unter uns, ja, in einer Gemeinde. In Windeseile verbreitet sich misstrauisches Raunen, einseitige Darstellungen über andere, lieblose Worte und vergiftendes Miteinander, auch in der Kirche. Und die Sprüche, die sprechen über eine ganze Reihe tödlicher Worte. Darum soll es in diesem ersten Teil gehen, über tödliche Worte. Die größte Kategorie zerstörerischer, tödlicher Worte sind Lügen. Ein Zeuge der Wahrheit rettet Seelen, wer aber Lügen ausspricht, ist ein Betrüger, Sprüche 14, 25. Also die Wahrheit errettet, aber Lügen töten. Ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten ein falsches Zeugnis ablegt, Sprüche 25, Vers 18. Ein Hammer, ein Schwert, ein spitzer Pfeil, so ist ein Mensch, der gegen seinen Nächsten falsches Zeugnis ablegt. Das könnte man etwas freier übersetzen. Über andere Lügen zu erzählen, ist so zerstörerisch, als würde man sie mit einem Hammer schlagen, mit einem Schwert verwunden und mit einem spitzen Pfeil treffen. In Sprüche 12, Vers 22 wird ganz deutlich, Gott hasst Lügner, aber er liebt, wer die Wahrheit sagt. Gott hasst Lüge, er hasst Lüge, weil sie die Wahrheit verdreht und zuschüttet. Und er hasst sie auch, weil es ihr Ziel ist und ihre Wirkung zu zerstören, zu töten. Wer lügt, der handelt teuflisch, denn der Teufel ist der Vater der Lüge, wie Jesus gesagt hat. Die Lüge, also das hinterhältige Verdrehen der Wahrheit, ist seine Hauptwaffe, ja, ist die Hauptwaffe des Teufels. Mit ihr bringt er Tod und Verderben bis heute. Der Teufel ist ein Mörder und ein Lügner, sagt Jesus. Durch seine Lügen mordet er. Wir aber sind Jünger Jesu. Ja, wir sind befreit worden durch die Wahrheit. Jesus sagt, die Wahrheit hat uns frei gemacht. Die Wahrheit befreit uns. Also hüten wir uns davor, Jünger des Teufels zu sein, zu werden, indem wir lügen. Wir dürfen keine Kompromisse mit der Lüge, mit Halbwahrheiten machen. Das wird Gott unter keinen Umständen segnen. Und wir können die, die offenbar lügen und die Wahrheit verzerren, nicht ohne Buße in der Gemeinde dulden. Wo ein solches Verhalten nicht konfrontiert wird, sondern geduldet wird, ist es nicht nur lieblos gegenüber denen, die in Lüge verharren, es bedeutet außerdem eine tödliche Krankheit für die Kirche. Aber Lügen sind ja nicht so offenbar. Ja, wenn Lügen offensichtlich wären, hätte der Teufel sich ein anderes Mittel, eine andere Methode ausgedacht. Wie der Teufel als Engel des Lichts auftritt, 2. Korinther 11, 14, so ist das Teuflische an der Lüge, dass sie den Schein der Wahrheit annimmt. Ja, Irrlehrer behaupten, die Wahrheit erkannt zu haben und zu verkündigen. Und Verräter erscheinen freundlich wie Judas, der Jesus mit einem Kuss verriet. Lüge tritt immer im Schein der Wahrheit auf. Sie tritt in verschiedenen Gewändern auf. Was sind verschiedene Arten von Lüge? Ein Lügner ist der die Vergangenheit verfälscht, aber auch der eine erlogene Zukunft verspricht. Eine Zukunft, die nicht eintreffen wird. Ein Lügner ist, wer aus Höflichkeit lügt. Ich würde gern, aber kann leider nicht, obwohl man doch eigentlich gar nicht möchte. Ein Lügner ist, wer übertreibt. Du machst immer. Nie kannst du. Ein Lügner ist, wer beschönigt. Wir beschönigen vielleicht das Verhalten eines Freundes, mit dem wir uns nicht trauen, offen zu reden. Ein Lügner ist, wer plagiiert, also das geistige Eigentum anderer stiehlt und sich selbst zueignet. Ein Lügner ist natürlich, wer in der Geschäftswelt zu seinem Vorteil lügt.
Ein Lügner ist, wer sich mit seinen Worten verstellt, wer ein doppeltes Spiel treibt, wer nicht aufrichtig ist, sondern vor verschiedenen Menschen verschiedene Dinge behauptet. Und natürlich ist ein Lügner, wer sich mit seinen Lügen, mit seinen Gedanken selbst betrügt. Da werden wir gleich noch drauf kommen. Es gibt keine harmlosen Lügen. Es gibt keine harmlosen Lügen, das ist ganz deutlich. Gott hasst Lügner, Lügen sind immer zerstörerisch. Es gibt keine harmlosen Lügen und Gottes Geist wird nie durch unehrliche Worte wirken. Egal, was wir uns selbst einreden. So viel also zur ersten Kategorie, der Lügen. Die zweitgrößte Kategorie in den Sprüchen tödlicher Worte ist die Verleumdung, die Lästerung. Wie die Lüge entspringt auch die Verleumdung, also das heißt falsche Verdächtigungen, Anschuldigungen, üble Nachrede. Im Deutschen kommt das Wort verleumden von dem Wort Leumund, also jemanden in einen schlechten Leumund bringen, in einen schlechten Ruf bringen. Verleumdung, also falsche Verdächtigungen, Anschuldigungen, üble Nachrede, sie entspringen dem bösen Herzen, genauso wie Lüge. Heißt in Sprüche 11, Vers 13, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt. An anderer Stelle, mit dem, der den Mund nicht halten kann, lass dich nicht ein. Wer hinter dem Rücken redet und Geheimnisse verrät, der wird von anderen gemieden, früher oder später, und er zerstört Freundschaften. Gott hasst die, die Streit zwischen Brüdern anrichten. Sprüche 6, Vers 19, 16, 30. Darum, sagt Jakobus, und auch das knüpft an die Sprüche an, darum redet nicht schlecht übereinander, Brüder und Schwestern. Redet nicht schlecht übereinander. Und schlecht reden meint nicht nur Lüge, also bewusste Desinformation, sondern beschreibt eine Weise, über Dritte zu reden, die die Liebe und den Respekt ihnen gegenüber untergräbt. Wenn wir über jemanden reden, der nicht anwesend ist, sollten wir eingedenk unserer eigenen Schwachheiten, dass wir zur Sünde neigen und Gottes Anspruchs, eingedenk des Anspruchs Gottes, sollten wir unsere Worte sehr sorgfältig wählen, wenn wir über jemanden reden, der nicht da ist, der nicht gegenwärtig ist, der nicht anwesend ist. In dem Bewusstsein, dass wir immer direkt vor Gott stehen. Niemals, so hat es Tim Keller auf den Punkt gebracht, niemals darf das Reden über einen Dritten zu einem Reden gegen ihn werden. Aber unsere gefallene Natur liebt das Lästern. Die Worte des Verleumders, so haben wir gelesen in der Schriftlesung, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen und gehen einem glatt ein. Wir hören sie gern. Wir hören sie gern. Darum meide diese hoch ansteckende Seuche. Meide solche Menschen. Lasst uns einander liebevoll ermahnen, wenn wir uns dabei ertappen, über Dritte schlecht zu reden. Lasst uns einander liebevoll ermahnen, wenn wir uns dabei ertappen, über Dritte schlecht zu reden. Denn, sagt Jakobus, einer ist der Gesetzgeber und Richter, der retten und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du deine Nächsten verurteilst? Die nüchterne Bewertung eines Sachverhalts, der andere Person betrifft, und Lästern sollen dennoch unterschieden werden. Ja, also es gibt Situationen immer wieder, wo wir über einen Dritten reden und eine Sache beurteilen, die nicht Lästern ist. Manchmal müssen wir über Situationen reden, in denen andere involviert sind. Aber wir sollten uns davor hüten, Grenzen zu überschreiten. Vielleicht eine Faustregel ist, lieber zu wenig sagen als zu viel. Ja, denn wir neigen zum Gegenteil. Wir merken das. Das ist wie so ein Kribbeln, wie so ein Jucken. Ich möchte jetzt eigentlich noch etwas anderes sagen. Aber wie wir gelesen haben, ein Vernünftiger zügelt seine Zunge. Vernünftiger zügelt seine Zunge. Frage dich immer, bevor du über Dritte redest, dient dieses Gespräch zum Schaden oder zum Wohl dieser dritten Partei? Bin ich bereit, darüber selbst mit dieser Person zu reden? Und wäre es mir recht, wenn man so über mich redet, wie ich jetzt rede? Dient dieses Gespräch zum Schaden oder zum Wohl dieser dritten Partei? Bin ich bereit, selbst mit dieser Person darüber zu reden? Und wäre es mir recht, wenn man so über mich redet, wie ich jetzt rede? Lasst uns so über andere reden, wie wir wollen, dass man über uns redet.
das andere über uns reden. Das ist Lukas 6, Vers 31, ja, Jesu goldene Regel. Möge Gott uns feine Antennen geben für das, was für die Wahl unserer Worte und das, was unsere Worte anrichten. Und hüten wir uns auch vor dem Ausplaudern. Dem Ausplaudern von Dingen, die wir über Dritte wissen oder uns denken, die wir vor den Ohren anderer sagen wollen. Es gibt ganz viele Dinge, die wir wissen und uns denken, die brauchen wir nicht weitererzählen, weil sie andere nichts angehen und weil sie ihnen auch nicht helfen. Stellen wir uns die Frage, wenn wir etwas sagen, warum sage ich das zu dieser Person? Warum stelle ich diese Frage gegenüber dieser Person? Warum sage ich das? Sagen wir das einfach nur so, damit halt irgendwas aus dem Mund herauskommt? Machen wir uns bewusst, was wir sagen. So viel zu dieser zweiten Kategorie. Eine weitere Kategorie wäre das Schmeicheln. Werden wir jetzt hier nicht besprechen. Sprüche 26, 28. Auch das Prahlen gehört zur, also das Eigenlob gehört zur Kategorie schlechter Worte. Sprüche 27, Vers 2. Lass dich von einem anderen loben und nicht von deinem Mund, von einem Fremden und nicht von deinen eigenen Lippen. Ja. Sprüche 27, Vers 2 über das Prahlen. Und ein letztes Merkmal oder eine letzte Kategorie zerstörerischer Worte will ich noch besprechen. Das ist die Streitsucht. Worte, also die Streit vom Zaun brechen. Sprüche 26, Vers 20, wo kein Holz mehr ist, erlischt das Feuer und wenn der Verleumder fort ist, hört der Streit auf. Zur Glut braucht es Kohlen und zum Feuer Holz und um Streit anzufangen, einen zänkischen Mann. Das finden wir in den Sprüchen immer wieder, diese Kategorie von Menschen, die ständig Streit vom Zaun brechen. Menschen, die falsche Lehren lieben. Oder Menschen, die unwichtige Themen aufblasen und darüber das Wichtige, das Eigentliche aus dem Blick verlieren. Und das hat nicht nur mit Inhalten zu tun, also mit den Dingen, die wir sagen, sondern vor allem mit einer Haltung. Wir haben auch das gelesen in der Schriftlesung, Sprüche 17, Vers 27, 28, ein heilloser Mensch, ja, jemand, der kein Heil hat und der kein Heil sucht. Ein heilloser Mensch gräbt nach Unheil und auf seinen Lippen ist es wie brennendes Feuer. Ein falscher Mensch richtet Zank an. Die Lippen des Toren bringen Zank zu Streit. Solche Charaktere, die nehmen sich selbst viel zu wichtig. Das Böse, das sie in ihrem Herzen haben, das säen sie mit ihren Worten aus wie Samen. Und deshalb soll man ihnen möglichst schnell das Handwerk legen. Paulus ermahnt Titus 3, Vers 10, einen Menschen, der Spaltungen anrichtet, weise nach einmaliger oder zweimaliger Verwarnung ab. Wisse, dass ein solcher ganz verkehrt ist und sündigt und sich damit selbst das Urteil spricht. So viel zu den Kategorien zerstörerischer Worte. Lügen, Verleumdung, Lästerung, Streit, Sucht. Und damit zu einem Antrieb, zu einem ganz wesentlichen Antrieb, zu einer Motivation zerstörerischer Worte, sagen die Sprüche, das ist oft Zorn. Zorn. Jakobus schreibt, das ist unsere Gliederung, darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Bogen, der unüberlegte Worte abschießt, der heißt Zorn. Deshalb ja, an die Kinder das Bild mit dem Bogen und dem Pfeil. Und wie wird dieser Bogen gespannt? Dieser Bogen wird gespannt durch verletzten Stolz, durch Verbitterung, durch Arroganz und Eitelkeit, dass man sich also beleidigt fühlt, durch Bosheit, durch Egoismus und Narzissmus. Zorn ist der Bogen, der verletzende, böse Worte abschießt und dieser Bogen wird gespannt durch unseren Stolz, durch Verbitterung, durch Arroganz, durch Bosheit, durch Egoismus. Diesen Zusammenhang von Zorn und tödlichen Worten, den finden wir in den Sprüchen immer wieder. Wir haben das gelesen, wer seine Worte zügelt, der besitzt Erkenntnis. Und wer kühlen Geistes ist, also sich selbst beherrscht, seinen Geist herunterkühlt, sich nicht zum Zorn reizen lässt, der ist ein weiser Mann. Wo der Gottlose hinkommt, da stellt sich auch Verachtung ein und mit der Schande die Schmach. Ein Tor lässt all seinem Unmut freien Lauf, aber ein Weiser hält ihn zurück. Ein Narr lässt seinen Ärger sofort merken, der Kluge aber steckt die Beleidigung ein.
Ein Langmütiger, also jemand, der langsam zum Zorn ist, der hat viel Einsicht, aber ein Ungeduldiger stellt seine Torheit zur Schau. Immer wieder also, wer sich reizen lässt, der lässt sich reizen zu schlechten Worten. Provoziere andere nicht und lass dich von anderen nicht provozieren. Schlechte Worte sind oft, wenn wir ehrlich sind, sind oft die Worte, die wir eher unüberlegt und spontan oder im Affekt sagen, meistens. Manchmal meinen wir das auch so, aber meistens sind es eher die Worte im Affekt. Wenn wir Filme sehen, Serien ansehen, da sehen wir auch oft Wortgefechte, Streitereien, Diskussionen und Gespräche, schlagfertige Antworten, ironische Kommentare. Und was in diesen Filmen spontan wirkt, das ist natürlich einstudiert, ja? Das ist einstudiert und es soll spontan wirken. Und wir könnten auf die Idee kommen, wenn wir so eben von den Filmen, die wir sehen, geprägt werden, dass auch wir so auf die Schnelle solche Antworten parat haben. Aber die Realität ist, dass gute, durchdachte, ausgewählte Worte meistens Vorbereitung und Zeit brauchen, ja? Selbst in Talkshows sind die Kombattanten, die miteinander diskutieren, ja vorbereitet. Heilsame, erbauliche, kluge Worte sind das wohlschmeckende Resultat eines Kochvorgangs. Eines Kochvorgangs, dessen Zutaten Gottesfurcht, Nächstenliebe, Zeit und Klugheit und Selbstbeherrschung sind. Heilsame, kluge Worte sind das Ergebnis eines Kochvorgangs, dessen Zutaten Gottesfurcht, Nächstenliebe, Klugheit, Zeit, Selbstbeherrschung sind. Und der Geist der Weisheit Gottes ist der Koch. Und bis der Kochvorgang fertig ist, muss Selbstkontrolle, also ein kühler Geist, den Mund verschlossen halten, ja, bis der Kochvorgang fertig ist. Und manchmal bleibt er am besten ganz zu. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn, Sprüche 19, Vers 11. Weisheit hat vor allem ein Ziel, uns dazu zu befähigen, uns selbst zu beherrschen. Weisheit hat vor allem Selbstbeherrschung zum Ziel. Wir werden mit unseren Worten nichts Gutes vollbringen, wenn sie von unseren Emotionen beherrscht sind, wenn sie von unseren kurzfristigen Bedürfnissen und Gefühlen beherrscht sind. Ja, Gott hat uns unser Gehirn befähigt zu bestimmen, wann der Mund aufgeht und wann er zubleibt. Das ist unsere Größe als Menschen und als Ebenbilder Gottes. Der Verstand des Weisen macht seinen Mund klug und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Der Verstand des Weisen macht seinen Mund klug und mehrt auf seinen Lippen die Belehrung. Also der, der eben zuerst nachdenkt, wirklich nachdenkt, bevor er den Mund aufmacht. Das ist ein Rezept sozusagen für gute Worte, nachdenken. Klugheit meint hier nicht, ist keine Frage von IQ in den Sprüchen, sondern ist immer eine Frage davon, ob unser Reden und unser Denken und unser ganzes Leben geprägt ist vom Wort Gottes, vom Nachdenken über Gottes Wort. Ein anderes Rezept dieses Kochvorgangs guter Worte ist Geduld. Ein Geduldiger ist besser als ein Starker und wer sich selbst beherrscht, besser als einer, der Städte einnimmt. Wenn Salomo sagt, die Worte eines Mannes sind tiefe Wasser, meint er damit wahrscheinlich nicht das Böse in unserem Herzen, obwohl das wahr ist. Aber auch abgesehen von sündhaften Worten haben wir ja eine Unmenge von Gedanken im Kopf, von Gedanken und Worten. Eine Unmenge von Gedanken und Worten, die wir nicht aussprechen brauchen, ja, die wir einfach wieder untergehen lassen, die nicht taugen, um sie auszusprechen, außer vielleicht um zu zeigen, wie klug wir sind. All die tiefen Wasser, die in uns sind, auszuschütten, ist nicht hilfreich. Um eine Quelle der Weisheit zu sein, sagt Salomo hier, müssen wir mit Bedacht, mit einer guten Absicht sprechen. Wir sollen also ein sprudelnder Bach sein, statt ein gebrochener Staudamm. Da soll bewusst bestimmt sein, was herauskommt. Wie Paulus sagt, wenn wir etwas sagen, dann ein gutes Wort, das der Erbauung dient, wo es Not tut. Und denen, die es hören, Freude bereitet. Epheser 4, Vers 29. Wo es Not tut, wo es notwendig ist also. Und wo es nicht Not tut, ist Schweigen oft die bessere Lösung. Ja? Wo es nicht Not tut, ist Schweigen oft die bessere Lösung.
wie es ganz ironisch heißt, selbst ein Narr wird für weise gehalten, wenn er schweigt, für verständig, wenn er seine Lippen verschließt. Wir haben jetzt also mehrere Kategorien schlechter Worte gesehen, gehört. Wir haben die Motivation für schlechte Worte, etwas über die Motivation für schlechte Worte gehört. Das ist unser Stolz, das ist unser Zorn, der aus unserem verletzten Stolz, aus unserem verletzten Ego, von unserem verletzten Ego gespannt wird wie ein Bogen und dann schlechte Worte abschießt. Wir haben gehört, dass gute Worte das Ergebnis eines wohlbedachten Kochvorgangs sind, der Zeit braucht, der vieles andere braucht, das Schweigen oftmals eine zumindest gute Übergangslösung, wenn nicht sogar eine gute Lösung insgesamt ist. Wenn wir all das hören, und wir könnten noch viel mehr hören über Worte in den Sprüchen, dann wird uns vielleicht deutlich, warum Jesaja vor Gott gesagt hat, ich bin ein sündiger Mensch mit sündigen Lippen. Ich habe mich tatsächlich früher immer gefragt, warum sagt er hier, ich bin ein sündiger Mensch mit sündigen Lippen? Ich könnte mir, also ja, das Reden ist jetzt nicht so das, was mir, wenn ich über Sünde nachdenke, das erst als erstes einfällt. Ja? Da fallen mir größere Baustellen von Sünde ein in meinem Leben. Jesaja sagt, ich bin ein sündhafter Mensch mit sündigen Lippen. Wenn wir uns bewusst machen, wie groß unser Potenzial für zerstörerische Worte ist und wie hoch der Anspruch Gottes, dann können wir uns nur bewusst werden, wie oft wir mit unseren Worten versagen. Und dann ist es notwendig und wunderbar, wenn wir zu Jesus Christus kommen und auf ihn blicken und feststellen, er hat für all unsere Sünden, das heißt für alle falschen, unbedachten, wutentbrannten, ungeduldigen, verleumderischen, verlogenen, lieblosen, spöttischen, schlechten Worte bezahlt am Kreuz. Halleluja. Unser Herz verdammt uns, weil es uns anklagt, unserer vielen schlechten Worte. Das Zeugnis unserer Lippen spricht gegen uns, aber Gott liebt uns dennoch. Deshalb hat er seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden gegeben, sodass gleich, wenn unser Herz uns verdammt, Gott uns dennoch gerecht spricht und unser Herz zur Ruhe bringt. Er schenkt uns den Schatz eines guten Gewissens in Christus, trotz unserer schlechten Worte. Aber das, dass Jesus für unsere schlechten Worte gestorben ist und für ihre Schuld bezahlt hat, das ist nicht alles, was Jesus getan hat. Er hat uns auch seinen Geist gegeben, damit wir in der Kraft des Geistes jeden Tag neu beginnen, seine Gebote zu halten und nach seinem Wohlgefallen zu leben. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gab. Gottes Geist ist der Geist der Selbstbeherrschung, der uns auch befähigen will zu guten Worten. Damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, seid schnell zum Hören. Seid schnell zum Hören. Die Sprüche haben sehr viel über unser Reden zu sagen. Sie warnen uns eindringlich vor zerstörerischen Worten. Sie geben uns Anleitung zum Finden heilsamer Worte. Und was dabei vor allem deutlich wird, das habe ich schon angedeutet, ist, weniger Reden ist mehr. Weniger Reden ist mehr. Weniger Worte sind besser als zu viele. Wir könnten dazu sehr viele Sprüche zitieren. Wer seine Lippen hütet, schützt seine Seele, sein Leben. Wer seinen Mund aufreißt, den trifft das Verderben. Ein Tor hat nicht Gefallen an Einsicht, am Lernen, sondern er will kundtun, was in seinem Herzen steckt. Siehst du einen Mann, der sich in seinen Worten überhastet? Für einen Toren gibt es mehr Hoffnung als für ihn, also für jemand, der zu schnell spricht. Und da wird deutlich, dass der Tor selbst das erste Opfer seiner Torheit ist. Ja? Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind der Fallstrick seiner Seele. Der Tor selbst ist das erste Opfer seiner Torheit. Er sieht sich selbst nicht so, wie er in Wahrheit ist. Er denkt immer anders über sich. Und deshalb missversteht er, weil er sich selbst missversteht, weil er sich selbst für klug hält, missversteht er andere Menschen und Situationen. Und deshalb stellt er sich mit seinen Worten eine Falle, mit seinen eigenen Worten. Ja, weniger reden ist mehr. Der Weg zu guten, klugen, nützlichen Worten liegt vor allem im Nachdenken darüber, was wir nicht sagen sollen. Immer wieder. Der Weg zu guten, klugen, nützlichen Worten liegt vor allem im Nachdenken darüber, was wir nicht sagen sollen, weil unser Mund ganz schnell aufgeht und wir ganz viele Dinge sagen, die wir lieber nicht sagen sollten.
könnte das überspitzt sagen, die Herausforderung ist weniger das Hervorbringen guter Worte als das Zurückhalten der unzähligen schlechten, unpassenden, verletzenden, undurchdachten, vorschnellen Worte. Oder anders gesagt, Worte sorgfältig auszuwählen bedeutet vor allem zu überlegen, welche wir nicht sagen. Und dabei können wir uns auch die Frage stellen, wie oft betest du bezüglich deines Redens? Wie oft betest du, wenn du am Morgen betest für den Tag, bezüglich deines Redens? Lass es uns zur Gewohnheit werden, zu beten am Morgen: Herr, bewahre mich heute vor schlechten, bösen, schadenbringenden Worten. Wirklich, das sollten wir tun. Unsere Worte sind ein sehr großer Teil unseres Lebens, jeden Tages. Herr, bewahre mich heute vor schlechten, bösen, schadenbringenden Worten, befähige mich zu guten Worten. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, jedes Mal, wenn wir etwas Wichtiges sagen wollen, innezuhalten und zu prüfen, ob das gut ist, dann ist das schon ein sehr großer Schritt zu einem selbstbeherrschten Charakter. Wenn wir es uns zur Gewohnheit machen, jedes Mal, wenn wir etwas sagen wollen, noch einmal innezuhalten und nachzudenken, ob das was taugt, dann ist das ein sehr großer Schritt zu einem selbstbeherrschten Charakter. Und mach es dir zur Gewohnheit, deine Meinung über andere für dich selbst zu behalten. Mach es dir zur Gewohnheit, deine Meinung über andere für dich selbst zu behalten. Wer seinen Nächsten verachtet, dem fehlt der Verstand. Der einsichtige Mann aber schweigt. Wir müssen es uns angewöhnen, das, was wir über andere denken, viel öfter für uns selbst zu behalten. Aber es gibt auch die Momente, wo wir Klartext reden sollen, wo wir nicht schweigen dürfen, wo wir andere zurechtweisen müssen, damit sie es uns später danken. Es ist eine göttliche Kunstweise, wirksame Worte zu wählen. Das ist eine göttliche Kunst. Darum lasst uns Gott um Weisheit bitten, um Weisheit, die er gern geben will. Jakobus 1, Vers 5, Gott will gern denen Weisheit bitten, denen Weisheit geben, die ihn darum bitten, gern und ohne Vorwurf, damit wir die Zeiten des Schweigens und die Zeiten des Redens erkennen. Lasst uns auf den hören, von dem es heißt, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Johannes 7, 46, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch, Jesus. Wir brauchen seine Hilfe, übernatürliche Hilfe. Sein Geist muss uns lehren, das Richtige zu sagen. Das ist der Weg zum richtigen Reden. Der Weg zum richtigen Reden führt über das richtige Hören. Eigenes Nachdenken ist auch wichtig, eigenes Nachdenken über das, was wir sagen wollen, aber wichtiger ist Hören. Wichtiger ist Hören. Reden und Hören sind zwei Seiten derselben Medaille, nämlich des Charakters. So hat es jemand treffend gesagt, Reden und Hören sind zwei Seiten derselben Medaille, nämlich des Charakters. Reden und Hören gehen Hand in Hand. Beide offenbaren den Charakter. Das Reden mehr als das Hören und beide prägen den Charakter. Das Hören mehr als das Reden. Beide offenbaren den Charakter, vor allem das Reden, und beide prägen den Charakter, vor allem das Hören. Kinder lernen Reden durch Hören und genauso bleibt es auch bei Erwachsenen. Worauf wir hören, das zieht unser Herz und mit dem Herz läuft der Mund. Öffne dein Herz für die Unterweisung und dein Ohr für die Worte der Erkenntnis. Höre auf Rat und nimm Zucht an, dass du hernach weise seist. Ein Böser achtet auf böse Mäuler und ein Lügner hört gern auf schändliche Zungen. Ein lügenhafter Zeuge wird umkommen, doch wer zuhört, dessen Wort bleibt. Ein goldener Ohrring und ein Halsgeschmeide aus feinem Gold, so ist ein weiser Mahner für ein hörendes Ohr. Wir sehen, dass das Hören auf andere, das prägt uns. Das Hören auf andere prägt uns, zum Guten wie zum Schlechten. Das, was wir hören, prägt uns. Wir könnten auch sagen, du bist verantwortlich für das, was du hörst. Du bist verantwortlich nicht nur für das, was du sagst, sondern auch für das, was du hörst. Wer Lügen und Verleumdung und schlechte Worte, die Streit stiften und so weiter, wer das hört und einfach untätig dabei steht und es sich gefallen lässt, der sündigt mit dem, der lügt und verleumdet. Er wird sozusagen zu einem Mülleimer, ja,
zu einem Mülleimer für den Müll, den die böse Zunge ausspuckt. Deshalb stoppe andere, wenn du Falsches hörst. Sage, lasst uns das tun, vielleicht auch hier in der Gemeinde, liebevoll, aber deutlich, komm, wir gehen zu dem und dem und reden mit ihm, mit ihm. Ja, deshalb verbieten wir unseren Kindern unpassende Unterhaltung und schlechte Freunde, die pausenlos schlechte Worte ausspucken, weil wir wissen, Hören prägt das Reden. Hören ist vergleichbar mit dem Essen. Wer ständig Fastfood und Minderwertiges isst, der schadet seinem Körper und genauso schadet das schlechte Hören der Seele und dem Verstand. Es macht uns zu einem Mülleimer für diese schlechten Worte. Im Hören auf gute Worte liegt die Hoffnung für junge Menschen und auch für Alte. Wenn wir das Buch Sprüche lesen, dann merken wir, dass dieser erste Teil, diese ersten 9 Kapitel, sind die Reden des Vaters an den Sohn und auch die Reden der Frau Weisheit. Und dann kommt der zweite Teil, Kapitel 10 bis 31, das sind diese ganzen einzelnen Sprüche. Und dieser erste Teil, Kapitel 1 bis 9, die Reden des Vaters an den Sohn, die Reden der Frau Weisheit, jedes Kapitel beginnt mit der immer gleichen Aufforderung. Wir könnten jetzt hier alle durchgehen, mit der immer gleichen Aufforderung, variiert in verschiedenen Worten. Höre, mein Sohn, auf die Belehrung deines Vaters und achte nicht gering die Unterweisung deiner Mutter. Die Weisheit ruft laut auf der Straße und lässt ihre Stimme hören auf den Plätzen. Kehrt euch zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will über euch strömen lassen, meinen Geist und durch meine Worte kundtun. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, dass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest. Hört, meine Söhne, die Mahnung eures Vaters. Merkt auf, dass ihr klug lernt und klug werdet. Mein Sohn, achte auf meine Weisheit und neige dein Ohr meiner Belehrung zu, damit du Besonnenheit übst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Wir sehen, das Hören, das gute Hören ist der Weg zum guten Reden. Das gute Hören, das Hören auf das Gute ist der Weg zum guten Reden. Das Hören auf Gottes Weisheit und Gottes Wort ist der Weg zu weisen Worten und zum Heil für uns und unsere Kinder. Wir lernen, weise und selbstbeherrscht zu leben, wenn wir den richtigen Menschen zuhören, sagt es immer wieder. Höre auf deine gottesfürchtigen Eltern. Höre auf deine weisen Ältesten und Pastoren. Höre auf gute, gläubige Freunde. Das ist der Weg zum richtigen Reden und zur Weisheit. Und vor allem natürlich, lasst uns auf den hören, der keine Sünde getan hat, in dessen Mund auch kein Betrug gefunden worden ist, der, als er geschmäht wurde, nicht wieder schmähte, als er litt, nicht drohte, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Ungerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Stellen wir uns vielleicht für einen Moment vor, wir müssten das Kreuz nach Golgatha tragen. Wie oft würden wir wohl auf diesem Weg fluchen und schimpfen und vor uns hin meckern? Jesus hat all das nicht getan. Er ist göttliches Wort. Wort des Lebens, Wort der Wahrheit, Wort des Heils. Er ist das Wort, das uns frei macht durch das Licht der Wahrheit und uns mit Leben erfüllt. Sein Wort ist das apostolische Wort, das Evangelium. Darin wird uns ewiges Leben verkündet. Es wird uns verkündet, dass wir Frieden mit Gott haben. Es wird uns verkündet, dass auf dieser Welt, in dieser Welt Lüge und Betrug herrschen und lauter selbstsüchtige und zerstörerische Worte sind, dass aber Gott Worte des Lebens hat. Im Herrnmal dürfen wir diesen Zuspruch nicht nur hören, sondern auch schmecken. Ja, Jesus Christus hat durch seinen Heiligen Geist unser Herz erneuert. Wir wollen ihn bitten, dass er auch unser Reden immer weiter erneuert. Wie auch Petrus schreibt, ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort des Evangeliums.
wir hören in der Gemeinde, im Gottesdienst, im Wort Gottes, Worte des Lebens, Worte der Heiligung, Worte, die uns von Sünde frei machen. Darum lasst uns dann auch zu Tätern des Wortes werden. Bleibt nicht Hörer, die sich selbst betrügen. Amen. Amen. Wir beten. Herr unser Gott, wir bekennen dir, wie oft wir mit unseren Worten sündigen. Herr, niemand ist davor gefeit. Wer seine Zunge beherrscht, der beherrscht den ganzen Leib, der ist ein vollkommener Mensch. Herr Jesus Christus, du bist so ein vollkommener Mensch. Du hast Worte gesprochen, wie sie nie gehört wurden. Und du hast so viele unzählige Worte nicht gesprochen, die wir leider allzu oft sprechen. Herr unser Gott, du weißt, dass wir darin alle noch so viel zu lernen haben. Darum bitten wir dich, hilf uns mit unseren Worten auf das bedacht zu sein, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist. Lass uns darauf bedacht sein, Gutes zu reden. Lass uns das, was wir gelernt und empfangen und gehört haben von unseren Eltern, von guten Lehrern, von den Hirten und Ältesten in der Gemeinde und guten Freunden und vor allem von Jesus Christus, lass uns das, was wir gehört haben, auch lernen, in unsere Worte zu fassen und so zu reden. Möchtest du, der Gott des Friedens, der uns die Menge unserer Sünden gern vergibt, möchtest du mit uns sein durch deinen Heiligen Geist.